Servus Leute und willkommen bei Mission 5. Hier kommen wieder 5 Fakten für dein Geld. Wir starten jetzt durch ins Wochenende und verraten dir in diesem Video, warum der deutsche Sparer den sicheren Tod wählt, was ihr von Börsenlegende André Costolani für die aktuelle Börsenphase lernen könnt und welcher Markt in den kommenden Jahren richtig durch die Decke gehen könnte. Und jetzt legen wir los. Was stimmt eigentlich nicht mit dem deutschen Sparer? Denn er kauft momentan kräftig Anleihen und verliert damit aber leider sicher Geld. Das mal genauer zu beleuchten, auf diese Idee hat uns der Kollege Manfred Hübner von Centix gebracht. Er hat nämlich einen spannenden Blogartikel zum Anleihenmarkt geschrieben mit dem spannenden Titel Warten auf den Tod. Und was das jetzt genau bedeutet, schauen wir uns gleich an. Ich kann schon mal vorwegnehmen, Hübners Fazit schaut nicht ganz so gut aus. Er sagt nämlich, Bundesanleihen sind so teuer und so riskant wie noch nie. Jetzt schauen wir uns den Irrsinn am Bondmarkt mal an. Man muss sich das mal vorstellen. Die Renditen oder Zinsen werden immer schlechter, werden immer niedriger und trotzdem investieren die Deutschen immer mehr. Und da schauen wir uns mal an, was das konkret bedeutet. Und zwar das Centix Sentiment. Blenden wir euch mal den Chart ein. Und der zeigt uns, dass die Deutschen gemäß der Positionierungsdaten von Centix so stark in Anleihen investiert sind wie zuletzt 2008. Das muss man sich da mal vorstellen, dass bei Negativzinsen. Und ich zitiere mal Herrn Hübner, was er dazu sagt. In ihrem Allmachtsglauben an die Notenbanken haben sich die Anleger den Rentenmarkt neu erschlossen und unterliegen nun entweder einer spekulativen Übertreibung oder sie vertrauen ihr Geld Staaten an, die sich schon bald massiven ökonomischen Problemen gegenübersehen. Wer jetzt noch mehr von diesem Sentiment mitkriegen will, wir bauen euch da noch einen Link unten rein. Ihr könnt gerne mal bei Centix vorbeischauen. Das ist eine sehr spannende Sache. Wir schauen jetzt mal darauf, was das momentan bedeutet, in Staatsanleihen zu investieren. Und zwar nicht nur in deutsche, sondern ja, weltweit oder vor allem in Europa. Das ist schon wirklich spannend. Da können wir euch mal eine sehr aufschlussreiche Tabelle zeigen. Und da sieht man den Wahnsinn. Ihr seht sehr schön jetzt sozusagen, wie viele Jahre diese Anleihen noch laufen. Man denkt ja normalerweise, je länger eine Anleihe läuft, das ist das normale Spiel, langfristige Zinsen sind normalerweise höher. Aber man sieht hier den Wahnsinn schon bei der Schweiz. Selbst 30-jährige Staatsanleihen bringen eine negative Rendite. Und Deutschland liegt dann schon auf Platz 2. Also da sieht man den kompletten Wahnsinn. Das heißt, wenn du jetzt dem deutschen Staat Geld leist, dann zahlst du dafür noch drauf. Also der Staat wird belohnt, wenn er Schulden macht. Das ist schon ein sehr absurdes Szenario. Ist jetzt auch nicht ganz neu, aber hat sich eben auch nicht gebessert. Ihr könnt euch hier mal durchschauen, was hier alles noch attraktiv ist. Da sieht man schon, dass man nach Italien gehen muss, wo das Risiko natürlich deutlich höher ist, um überhaupt noch Zinsen zu bekommen. Aber selbst die Kurzläufer in Italien werfen auch schon negative Zinsen ab. Was bedeutet es jetzt konkret in Staatsanleihen? Geld anzulegen. Und was bedeutet das vielleicht für dein Geld zu Hause? Solltest du noch deutsche Staatsanleihen haben? Also nehmen wir mal an, du investierst jetzt für 3 Jahre in Bundesanleihen, leist Deutschland also Geld. Dann hätte man ja eigentlich gerne Zinsen dafür. Im Moment kriegst du dafür aber negative Zinsen und zwar 0,89%. Jetzt auf 3 Jahre gesehen ist das dann schon ein ordentlicher Betrag. Da würdest du 2,9% deines Geldes verlieren. Das ist aber immer nur noch die halbe Wahrheit. Manfred Hübner hat das auch nochmal sehr schön vorgerechnet. Man muss ja auch noch die Inflation berücksichtigen. Die liegt in Deutschland momentan bei 1,7%. Das heißt, du hast dann noch einen Kaufkraftverlust von rund 5%. Also wenn du das zusammennimmst, die niedrigen Anleihenzinsen, Renditen und dann noch die Inflation, dann würdest du in 3 Jahren 8% deines Geldes verlieren. Das musst du dir mal vorstellen, 8% in 3 Jahren. Ist wirklich ein Bombeninvestment. Jetzt ist natürlich die spannendste Frage, was geht da vor sich und warum kaufen so viele Investoren Staatsanleihen, wenn sie damit sicheren Verlust machen? Klingt ja erstmal relativ doof. Und Weber hatte für 2 Gründe ausgemacht. Und der erste Grund hat auch schon was mit dem Thema doof zu tun. Er schreibt nämlich vom sogenannten Greater Fool-Syndrom. Das heißt, das gibt es ja auch bei Aktien, das heißt, man sucht sich ein Asset, das eigentlich schon zu teuer ist. Man kauft es aber trotzdem, weil man sich denkt, mein Gott, ist zwar teuer, aber es wird danach ja sicherlich noch einen Greater Fool, also einen größeren Trottel geben, der noch mehr dafür bezahlt. Also wie in so ein kleines Schneeballsystem eigentlich. Also du steigst ein im Wissen, dass es eigentlich nicht unbedingt schlau ist und denkst dir, mein Gott, ich werde das Ding schon wieder los und zwar für einen höheren Preis. Das ist natürlich von der Idee her gar nicht mal so blöd, aber ist natürlich sehr risikobehaftet und kann dann auch schnell nach hinten losgehen. Also den ersten möglichen Grund haben wir jetzt geklärt, das Greater Fool-Syndrom.
Aber es gibt natürlich noch einen zweiten. Der Anleihenmarkt könnte jetzt überbewertet sein, falsch bewertet, aber er könnte natürlich auch ganz einfach fair bewertet sein. Man weiß es nicht, aber diese Option gibt es natürlich. Und was bedeutet das jetzt? Also den Anleihenmarkt zu bewerten ist gar nicht so schwierig. Da gibt es zwei entscheidende Faktoren. Einmal die reale Inflation und dann das reale Wachstum der Wirtschaft. Was heißt das jetzt, wenn eine 30-jährige Bundesanleihe in diesem Umfeld negative Zinsen abwirft? Ist ganz einfach. Option A, die Wirtschaft würde in Zukunft klar negativ wachsen. Also es würde gar kein Wachstum geben, sondern sie würde schrumpfen. Und es würde eine moderate Inflation geben, also keine so tolle Option. Option B ist auch nicht so toll. Das würde dann heißen, rein rechnerisch, moderates Wachstum, aber dazu klare deflationäre Tendenzen. Also jetzt auch kein so schönes Szenario. Und was heißt das jetzt nochmal genau? Also grundsätzlich wäre es ja eigentlich schön, wenn jetzt der Anleihenmarkt fair bewertet wäre. Dann hätten wir keine Überbewertung. Dann können wir sagen, okay, ist eigentlich alles im Lot. Aber das stimmt so nicht ganz. Denn wenn er jetzt wirklich fair bewertet sein sollte, ja, dann heißt das auf gut Deutsch nichts Gutes für unsere Wirtschaft und auch für die Aktienmärkte. Ich habe euch gerade die zwei Szenarien aufgeschlüsselt. Also dann hätten wir entweder sehr schwaches Wachstum oder starke Deflation. Und das können wir beides nicht wirklich brauchen. Das ist einfach reine Mathematik. Wer sich das nochmal genauer zu Gemüte führen will, Herr Weber hat das sehr schön nochmal aufgeschrieben, wie auch diese Formeln funktionieren, sozusagen was auf der linken Seite des Terms, auf der rechten Seite des Terms steht. Ich verlinke euch das nochmal unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch da nochmal ganz tief reinlesen und euch das Schlamassel nochmal rechnerisch zu Gemüte führen. Also möglicherweise stecken wir schon ganz tief drin im Schlamassel, aber es gibt ja immer noch die Feuerwehr namens Notenbank und darauf bauen natürlich sehr viele Anleger. Wie viele das wirklich sind, das können wir uns jetzt auch mal im Sentiment anschauen. Da hat uns auch Herr Hübner einen spannenden Chart geliefert. Das ist nämlich das Centix-Themenbarometer Notenbankpolitik und Kursentwicklung des Bund-Future. Und da lässt sich deutlich ablesen, das ist die Quintessenz, dass einfach sehr viele Anleger blind darauf vertrauen, dass die Notenbanken es schon richten werden und notfalls, wenn es halt nicht läuft, werden die Zinsen weiter gesenkt. Aber Hübner warnt davor, sich jetzt blind weiter auf die Notenbanken zu verlassen. Denn klar könnten sie theoretisch die Zinsen weiter senken, aber dieses Spiel kann natürlich nicht ewig weitergehen. Ich zitiere ihn mal kurz, er schreibt, natürlich könnte die EZB versuchen, den Zinssatz für kurzfristige Anlagen weiter zu drücken, um auf diese Art die Zinskurven wieder zu versteilern. Denn wir haben das Problem der zu flachen Zinskurve. Und Roll-Down-Ertrag neu zu schaffen, also der Roll-Down-Ertrag ist auch was ganz Wichtiges im Bond. Markt. Ich will das jetzt nicht erklären, weil das würde jetzt 5 bis 10 Minuten dauern. Ihr könnt euch das alles ganz genau durchlesen im Blogbeitrag, wer das genauer wissen will, wie dieses Spiel funktioniert mit den Anleihen, Roll-Down-Erträgen und so weiter und so fort. Wenn ihr das mal genauer wissen wollt, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, dann können wir mal ein eigenes Video dazu machen, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber Weber geht eben davon aus, dass die EZB dann nicht mehr Gas geben kann und erklärt das auch ganz genau, denn der Roll-Down-Ertrag würde dann noch mehr kaputt gemacht werden. Der ist eben sehr wichtig für dieses ganze Anleihengeschäft, weil eben die Basiserträge dann noch weiter absinken würden, wenn die Zinsen jetzt noch weiter gesenkt würden. Und dann haben wir natürlich noch ein großes Problem, wenn die Zinsen noch weiter sinken, Hashtag Dr. Markus Krall, der das ja auch schon oft ausgeführt hat, dann würden die Banken noch mehr unter Druck kommen und dann würde das Bankengeschäft einfach noch mehr ächzen und das würde dann alles noch riskanter machen. Und das geht einfach nicht unendlich weiter, dieses Spiel, wenn es nach Hübner und auch nach Krall geht. Also aus Sicht von Manfred Hübner sind der EZB oder den Notenbanken da schon ein bisschen die Hände gebunden und er streicht eben dieses Risiko nochmal oder unterstreicht das Risiko, dass die Anleger blind auf die Notenbanken vertrauen, dass es die aber eben nicht immer richten können. Und was ist jetzt das Ende vom Lied? Zum einen wird natürlich Gold immer attraktiver, das haben wir zuletzt ja auch schon gesehen, weil viele Leute einfach Angst haben vor dieser ganzen Schuldenlast, dass das System vielleicht doch zusammenbrechen könnte und da Bargeld oder Zinsanlagen natürlich nicht mehr attraktiv sind. Das heißt, es ist attraktiv, das Geld in Gold zu packen. Selbst wenn man die Lagerkosten noch berücksichtigt, ist das unterm Strich sicherer für viele Investoren und attraktiver, als dann zum Beispiel Anleihen zu kaufen. Und Hübner ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, weil er behauptet ja jetzt, die Notenbanken können es nicht mehr richten. Und wer richtet es dann? Er glaubt, dass der Staat das machen wird, also dass der Staat eingreifen wird
und eben die Schulden noch weiter nach oben treiben wird. Also die Schulden würden dann weiter steigen. Und was muss der Staat machen, wenn er die Schulden pushen will? Dann muss er wieder mehr Anleihen ausgeben. Das würde dann die langfristigen Zinsen wieder nach oben treiben. Das ist eigentlich so dieses Szenario. Das wird dann die Inflation anheizen. Und am Ende würden dann wahrscheinlich die Kurse massiv einbrechen an den Anleihenmärkten. Also nochmal das Fazit, das ich am Anfang schon genannt habe. Hübner behauptet, dass Bundesanleihen noch nie so teuer und noch nie so riskant waren wie heute. Und was natürlich das Problem ist, habe ich vorher auch schon erklärt. Wir haben jetzt praktisch zwei Optionen. Option A, wir haben eine massive Blase am Anleihenmarkt. Nicht unbedingt schön. Option B, Anleihen sind fair bewertet. Dann würde der Bondmarkt aber ganz bedenkliche Signale senden für unsere Wirtschaft und auch für die Aktienmärkte. Also, wenn es nach Herrn Hübner geht, dann zieht euch warm an. Jetzt habe ich ein bisschen schlechte Stimmung verbreitet, deswegen bauen wir gleich das Highlight der Woche ein. Und Leute, ihr habt immer wieder gefragt in den Kommentaren, wann kommt denn jetzt endlich der Elsässer, unser Value-Investor, unser Publikumsliebling und bekannt aus Das Börsianische Quartett. Bei 3 Folgen war er schon dabei und er wird bald endlich wieder auf unserem Kanal zu sehen sein. Ich habe diese Woche mit ihm telefoniert und einen Termin ausgemacht. Wir treffen uns am 30. August in Frankfurt. Wo ist natürlich streng geheim, aber ihr könnt euch schon mal drauf freuen und ihr könnt dann auch kurz vorher noch Fragen einreichen. Braucht ihr jetzt noch nicht unter dieses Video schreiben, aber das wollte ich euch mitteilen, auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Video kommt dann wahrscheinlich so in 3, 4 Wochen, schätze ich mal. Aber trotzdem ein Grund, euch zu freuen, weil ich schon gemerkt habe, dass wirklich einige nervös geworden sind. Und sorry auch nochmal, wir hatten es ja schon 1, 2 Mal angekündigt, aber wir hatten ein bisschen Terminprobleme und Herr Elsässer ist ja auch viel unterwegs und wir wollen es jetzt nicht per Skype oder sowas machen, sondern wir wollen ihn schon live vor Ort haben und er ist leider nicht wirklich oft in München, deswegen haben wir uns jetzt auf Frankfurt geeinigt und ich glaube, das wird eine gute Sache. Ihr könnt euch schon mal richtig drauf freuen. Und hoffentlich gibt es bald auch ein Highlight wieder auf diesem Kanal. Und zwar haben wir uns überlegt, was könnten wir denn mal wieder machen, was wir früher öfter gemacht haben und was längst überfällig wäre. Ein Q&A-Special. Leute, ihr könnt mich fragen, was ihr wollt. Ob ich es dann beantworte, ist natürlich die andere Frage. Aber her mit euren Fragen. Also wir sammeln jetzt mal. Ihr könnt auch gerne bei Facebook schreiben, bei Instagram. Natürlich unter dieses Video ist vollkommen egal. Ich und wir, Peter und Matze, wir freuen uns natürlich, wenn möglichst viele Fragen kommen. Wir schauen jetzt mal, was da kommt, wie schnell wir das beantworten können, weil ein paar werden sicherlich auch in die Tiefe gehen. Das wird dann ein bisschen dauern, sich dann ein paar schlaue Antworten zu überlegen. Aber wie gesagt, wenn ihr auch einfach sowas wissen wollt, vielleicht jetzt nicht nach dem Alter oder fragen, ob die Haarfarbe echt ist. Das ist meine Lieblingsfrage. Ich kann es gleich beantworten. Sie ist tatsächlich echt. Also klar, es kann auch was Seichtes sein oder wenn ihr irgendwas wissen wollt, ist vollkommen egal. Haut es einfach raus. Aber ich gehe davon aus, dass auch ein paar tiefere Fragen kommen werden und dann wird es vielleicht auch ein bisschen dauern. Aber wir sind gespannt, was da kommt. Löchert mich richtig und dann wird es bald hoffentlich ein richtig cooles Q&A-Special geben. An der Börse zählt ja meistens das Mindset und was man wirklich mit dem Kopf macht. Nicht so sehr die Zahlen unbedingt. Und ich überlege mir auch immer, was ich euch hier erzählen kann, wie ich euch motivieren kann, wie ich euch auch noch was beibringen kann. Und deswegen habe ich mir in dieser Woche mal wieder einen Klassiker zur Hand genommen. Besser gesagt, ich habe ihn als Hörbuch gehört und zwar von André Costolani, die Kunst über Geld nachzudenken, kann ich euch nur ans Herz legen. Gerade wenn ihr Einsteiger seid, ist das optimal. Wenn man sich jetzt schon ein bisschen besser auskennt, glaube ich, kann man da ein bisschen schneller durchgehen. Ich höre das Hörbuch dann auch auf doppelter Geschwindigkeit. Mir ist das sonst viel zu langsam, mache ich eigentlich bei den meisten Hörbüchern. Ich finde das wirklich einen sehr guten Tipp. Probiert das mal aus. Also wenn ihr das einmal gemacht habt, ihr werdet nie wieder ein Hörbuch auf der normalen Geschwindigkeit hören können, weil ihr denkt euch immer, warum redet der so langsam? Also ist wirklich ein sehr guter Effizienztipp. Und wie gesagt, ich überlege mir immer, was ich euch erzählen kann. Und momentan ist die Situation ja nicht die einfachste. Schwarzmalen liegt mir nicht ganz so. Wir haben ja genug Leute auf dem Kanal in den Interviews, die warnen. Und vorher haben wir ja auch schon wieder gewarnt, als wir jetzt euch das Centix-Sentiment gezeigt haben von Herrn Hübner. Deswegen will ich euch jetzt nicht verunsichern. Aber natürlich macht man sich schon Gedanken, wenn dann die Leute schreiben, ach, jetzt bei der Situation die Leute in Aktien jagen. Also darum geht es mir überhaupt nicht. Ich würde jetzt nie sagen, kauft einfach blind. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht ja immer um eine halbwegs seriöse und auch latent positive Einschätzung. Wohler ist im Moment hoch, Konjunktur hängt so ein bisschen durch. Und jetzt will ich euch mal erzählen, was Costolani vielleicht dazu sagen würde und was man von ihm lernen kann. Also eine ganz entscheidende
entscheidende Lektion von Costolani. Der hat es zwar nicht erfunden, aber trotzdem ist sie sehr richtig, finde ich, und sehr wichtig, wenn man an der Börse unterwegs ist. Wir wissen alle nicht, was kommt. Das klingt nach Weisheit, ist aber nun mal so. Also man sollte sich jetzt nicht versteifen drauf, wenn ihr jetzt im Kopf habt, Mensch, jetzt fällt der IFO-Index und jetzt muss der Crash kommen oder immer dieses nach dem Motto, jetzt ist es endlich soweit. Ja, es kann schon sein, aber es kann eben auch nicht sein, denn wir wissen halt alle nicht, was kommt. Deswegen sollte man grundsätzlich immer für mehrere Optionen aufgestellt sein, sollte flexibel sein, sollte auch im Kopf flexibel sein, aber eben auch im Portemonnaie, im Depot, sollte immer einen Plan B haben. Und Costolani hat immer gern dieses Beispiel gebracht mit dem Herr und dem Hund. Also er hat das auch immer sehr gern auf die Wirtschaft und die Börse bezogen. Also sozusagen die Wirtschaft ist der Herr, der dahin spaziert mit seinem Hund, und die Börse ist der Hund, und der Hund rennt halt einfach gerne davon. Das heißt, Börse und Konjunktur hängen natürlich schon zusammen, aber eben immer nicht zwingend. Das heißt, der Hund kann einfach mal so weit davonlaufen, dass ihn das Herrchen schon fast nicht mehr sieht. Aber irgendwann kommt die Börse dann natürlich zurück. Wann das ist, wissen wir alle nicht. Und zwingend hängt Börse und Konjunktur auch nicht zusammen. Das heißt, selbst wenn jetzt die Rezession kommen sollte, Leute, ist natürlich bedenklich, und es ist wichtig, dass ihr euch da Gedanken macht und dass ihr das auch ein bisschen verfolgt. Aber es gibt in Herrgotts Namen keine Garantie dafür, wenn jetzt selbst die Rezession kommen sollte, dass dann die Börse zusammenkracht. Also diesen Zusammenhang gibt es nicht zwingend. Natürlich kann das passieren, muss aber nicht passieren, und das will ich euch wirklich mitgeben. Selbst in einer Rezession können Aktien steigen, natürlich können sie auch um 80% fallen, und das schreibt auch Costolani in seinem Buch, also wirklich der größte Fehler, den man machen kann, zu meinen, man könnte das irgendwie vorhersehen. Natürlich, Gedanken ist bei ihm auch ein ganz wichtiges Stichwort. Natürlich muss man sich Gedanken machen und natürlich muss man auch eine gewisse Einschätzung haben, aber einfache Weisheiten sind immer sehr gefährlich, und deswegen auch aufpassen bei allen Experten, die einfach immer ganz klar wissen, was in den nächsten Tagen und Wochen passieren sollte. Immer vorsichtig sein, bitte eine eigene Meinung bilden und immer dran denken, ja, der Hund kann sehr, sehr lange vorauslaufen. Irgendwann wird er dann zurückkommen, aber wir wissen alle nicht, wann. Und was ich auch wirklich liebe bei Costolani, er unterscheidet die Spekulanten. Er bezeichnet sich ja gerne selber als Spekulant. Aber damals war das noch gar nichts Negatives. Mir gefällt der Ausdruck auch ganz gut. Er unterteilt die in hartgesottene und zittrige. Das haben sicherlich auch schon mal einige von euch gehört. Wer sind jetzt die hartgesottenen? Ja, hoffentlich sind das wir, die, die den Durchblick haben, die dann auch den Stahl im Aufziehen, wenn es mal crashen sollte. Aber viel wichtiger ist eigentlich zu kapieren, was machen jetzt die Zittrigen? Ja, Costolani, um es kurz zu machen, sieht die Zittrigen eigentlich immer die, die sich ein bisschen wie das Fähnchen im Wind drehen. Wenn jetzt schon alle in Aktien investiert sind, wenn vielleicht der Crash schon droht oder wenn zumindest mal eine Korrektur droht, dann kommen die Zittrigen. Das sind eigentlich immer die, die hinterherlaufen, die eigentlich nicht so eine richtige Meinung haben. Die sind dann auf einer Party, da erzählen dann alle Leute, Mensch, ich habe 50% gemacht, 70%. Und dann denkt sich der Zittrige, Mensch, das mache ich jetzt auch. Rennt dann hinterher und ist dann meistens zu spät dran. Und vor allem sind die Zittrigen die, die sich leicht verunsichern lassen. Wie jetzt auch in den letzten Wochen. Dann kommt eben mal eine News zum Handelskrieg, Trump twittert mal wieder was und die zittrigen Hände werden dann sofort nervös, steigen aus. Und das ist nicht unbedingt die Herangehensweise, die sinnvoll ist an der Börse. Die Hartgesottenen sind da schon, die eher den Plan haben, die vor allem auch nicht mal wirklich Angst haben vor dem Crash. Das müsst ihr euch auch immer im Kopf behalten. Ich bin ja nicht der Märchenonkel hier, der euch zwingend erzählen will, es wird niemals einen Crash geben, darum geht's gar nicht. Ich will euch auch einfach ein bisschen die Angst nehmen und auch euch darauf vorbereiten, nach dem Motto, es ist eigentlich vollkommen egal, was passiert. Der einfachste Weg ist sowieso immer, ein paar Sparpläne laufen zu haben, immer investiert zu sein und sich dann einfach schon mal einen Plan im Kopf zu machen. Was ist denn, wenn jetzt die Kurse fallen? Und da kommt Costolani wieder ins Spiel. Die Hartgesottenen sind eben die, die dann einsammeln, wenn die Börse unten ist, die dann billig kaufen. Und was machen die Zittrigen? Das sind dann die, die kein Geld mehr haben, die dann eingestiegen sind, zum Beispiel vielleicht auch jetzt komplett einzusteigen, würde ich euch jetzt auch nicht raten. Das wäre sicherlich ein Fehler, jetzt am besten noch einen Kredit aufzunehmen, 100.000 und dann jetzt alles rein. Das wäre natürlich doof. Aber jetzt einfach alles zu verkaufen, nur weil Trump mal twittert, das ist halt auch ein bisschen zittrig und die Zittrigen haben dann eben kein Geld. Wenn der Markt dann am Boden liegt, gucken dann blöd, steigen dann wieder nicht ein, warten dann, bis die Börse wieder alles aufgeholt hat und dann steigen die Zittrigen wieder ein. Also ich glaube, ihr habt jetzt ganz gut das Spiel verstanden und immer dran denken, also eigentlich das, was uns alle reich machen kann, das ist der Bärenmarkt. Also wenn jetzt wirklich mal der Crash kommen sollte und alles
da niederlegt, dann ist das eigentlich die Chance des Jahrhunderts. Natürlich sollten wir uns jetzt nicht unbedingt drauf freuen und du solltest jetzt auch nicht dein ganzes Cash die nächsten 20 Jahre beiseite halten, denn dann wirst du auch nicht reich, wenn du wirklich nie investiert bist. Aber wie gesagt, man muss jetzt sich nicht verrückt machen wegen eines möglichen Crashs. Man sollte sich einfach einen Plan machen und wirklich, wer sich das Buch nochmal anhört, wie man ein Hartgesottener wird, dann hat man wirklich den Durchblick und da kann man einiges lernen, auch gerade fürs Mindset, wie man an der Börse verdienen kann. Und dann sind wir eben immer beim Plan. Man muss sich natürlich auch fragen, was will man an der Börse? Und da glaube ich, seid ihr da draußen sehr unterschiedlich. Die einigen sind vielleicht wirklich kurzfristig investiert, die sagen, mein Gott, was soll ich denn jetzt mit Sparplänen, was soll ich mit ETFs? Ich will jetzt die Ten-Bagger finden, ich will jetzt einfach Cash machen, ich will auch ein bisschen ausprobieren, ich brauche auch diesen Nervenkitzel. Ist vollkommen okay. Oder auch Short gehen zum Beispiel. Neulich hat, glaube ich, jemand bei Instagram mir geschrieben, mach doch mal was über Short gehen. Könnt ihr gleich mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das spannend findet. Ist alles vollkommen okay. Es gibt ja kein richtig oder falsch an der Börse. Aber fragt euch, was ihr wollt. Und wenn ihr jetzt wirklich 10, 20 Jahre anlegen wollt, dann solltet ihr euch wirklich über diese ganze Scheiße auf Deutsch gemacht, die einfach so tagtäglich passiert, solltet ihr einfach am besten ignorieren. Ignoriert die News, lasst die Sparpläne laufen oder schließt welche ab, wenn ihr noch keine habt und zieht dann einfach durch. Denn 10 Jahre, man denkt sich immer, um Gottes Willen, klar, das kann man sich heute noch nicht vorstellen, wo man in 10 Jahren ist. Ich weiß das auch nicht. Das kommt einem immer wie eine Ewigkeit vor. Aber das Lustige ist, wenn man 10 Jahre zurückblickt, dann denkt man sich, Mensch, ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Also fangt wirklich an, denn 10 Jahre sind schnell vorbei, auch wenn man sich das heute noch nicht vorstellen kann. Und auch ein sehr schönes Beispiel ist das Buch von Siegel, Aktien für die Ewigkeit, da könnt ihr auch mal reinlesen. Gleich am Anfang gibt es da eine sehr schöne Story, da wird ein Herr, die Geschichte eines Herrn ins Spiel gebracht, der damals für Aktien getrommelt vor dem Börsencrash 1929. Und ihr wisst alle, was dann passiert ist. Dann sind die Börsen richtig abgerauscht. Da war keine Feierstimmung mehr. Und der gute Mann war dann natürlich unten durch, den hätten sie am liebsten gesteinigt. Aber jetzt kommt's, dann nach 10, 15, 20 Jahren hatte sich die Börse natürlich auch wieder erholt. Also es ist immer eine Frage des Mindsets und des Horizonts. Also wenn ihr wirklich langfristig anlegt, dann solltet ihr nie Angst haben einzusteigen. Aber wie gesagt, nochmal der Hinweis, jetzt komplett einzusteigen, Vollgas. Natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, ist momentan vielleicht wirklich die schlauere Option, einen Sparplan abzuschließen. Also nicht, dass wieder jemand drunter schreibt, Mensch, der Mario ist ja blind, der trommelt jetzt blind für Aktien. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach um diese Langfristigkeit, grundsätzlich positiv zu bleiben und sich einfach zu trauen. Also wer jetzt sagt, um Gottes Willen, Aktien sind komplett durch, der gehört dann wahrscheinlich eher zu den Zittrigen und der wird dann wahrscheinlich niemals reich werden. Ich bin diese Woche auf einen spannenden Artikel gestoßen und bevor ihr fragt, ich verlinke ihn natürlich unten nochmal in der Videobeschreibung. Ich werde euch jetzt eigentlich das Wichtigste erzählen, was drinsteht, aber wer da nochmal sich reinklicken will, es kommen auch ein paar Aktien vor, die sind da auch verlinkt, also ihr braucht jetzt gar nicht groß recherchieren, geht einfach auf den Artikel und schaut euch die Aktien dann nochmal in Ruhe an. Um was geht es in diesem Artikel? Ich habe es euch schon angeteasert am Anfang, es geht um einen Markt, der sehr groß werden könnte und zwar der zukünftige Markt der Medizin. Also da steht uns ja wirklich einiges bevor. Es gibt ja heutzutage schon einige, die davon träumen, dass der Mensch ewig leben könnte. Ob das kommt, weiß ich nicht, aber es wird natürlich immer mehr darum gehen, den Tod hinauszuzögern oder ihn wirklich in die Schranken zu weisen. Und bis 2025 soll dieser Markt auf 600 Milliarden US-Dollar steigen. Und das ist schon eine Hausnummer. Also das sagt auch nicht irgendwer, sondern das sagen die Research-Abteilungen der großen Wall Street Banken und im Kern handelt es sich da um eine Studie der Bank of America und da kann ich mal kurz zitieren, was die Herrschaften da schreiben. Das medizinische Know-how wird sich bis 2020 alle 73 Tage verdoppeln. Das muss man sich mal vorstellen, alle 73 Tage. 2010 hat sich das Know-how nur alle 3,5 Jahre verdoppelt. Also sieht man schon, was da für ein Tempo reinkommt. Und was die Experten auch anführen, die Kosten für die Genomsequenzierung sind seit 2003 um 99,999% gefallen. Also man kann sagen, das war früher sehr, sehr teuer. Mittlerweile kostet es quasi fast gar nichts mehr. Also da wird sehr viel Musik noch in diese Branche kommen. Und da ist natürlich spannend, wie man daran mitverdienen kann. Der Markt ist heute natürlich schon nicht klein. Er macht momentan so rund 110 Milliarden US-Dollar aus. Aber da sieht man schon, der könnte sich fast versechsfachen. Also da ist schon richtig Musik drin und die Bank of America hat da 5 Highlights rausgepickt, also 5 Themen mit Aktien, die werde ich euch gleich noch vorstellen, wo man daran mit
verdienen kann. Also zum Beispiel Genomik natürlich, künstliche Intelligenz spielt eine wichtige Rolle. Und was natürlich auch eine wichtige Rolle spielt, ist die Lebenserwartung. Da kann man nochmal kurz einen Chart einblenden und da sieht man schon, wie sich das in den letzten Jahren und vor allem Jahrzehnten nach oben entwickelt hat. Die Frage ist natürlich, ob es immer so weitergeht, aber wenn man sich mal die Forschung anschaut und die Medizin, spricht schon einiges dafür. Und wenn die Leute immer älter werden und immer gezielter behandelt werden können, dann kann da natürlich richtig verdient werden. Kommen wir zum ersten großen Thema und das ist die Genomik. Da geht es ganz kurz gefasst einfach darum, die menschlichen Gene zu verändern und das wird natürlich eine große Rolle in Zukunft spielen, dass man vielleicht sogar versucht, die ganze Genstränge zu verändern und damit Krankheiten natürlich einfach auszuselektieren oder einzuschränken. Das ist natürlich ethisch eine ganz diffizile Sache, aber es könnte natürlich einen massiven Fortschritt bedeuten für die Gesundheit von einigen Leuten. Und die Bank of America geht davon aus, dass dieser Markt bis 2025 sich auf 41 Milliarden US-Dollar belaufen wird. Also ist schon sportlich, aber da kommen gleich noch größere Kaliber. Und die Bank of America hat auch drei Aktienfavoriten, nämlich Illumina, Danaher und Agilent Technologies. Der zweite große Punkt umfasst Big Data und künstliche Intelligenz. Das spielt natürlich heute schon eine große Rolle. Daten sind ja sehr, sehr wichtig und natürlich werden immer mehr Daten über unsere Gesundheit erfasst. Das lässt sich natürlich sehr sinnvoll nutzen, denn man kann die Krankheit natürlich richtig auseinandernehmen und man kann die Menschen dann auch viel präziser behandeln. Die Bank of America geht davon aus, dass dieser Markt bis 2025 auf 36 Milliarden US-Dollar steigen wird. Und wer sind die Favoriten? Das ist jetzt nicht so speziell. Das sind die großen Player. Amazon zum Beispiel. Da ist ja schon länger im Gespräch, dass Amazon sogar plant, ein richtiger Gesundheitskonzern zu werden. Das ist eigentlich kein Geheimnis mehr. Apple ist ein Favorit. Und natürlich Alphabet ist auch ein Konzern, der bei diesen ganzen Future-Sachen, Tech-Sachen, künstliche Intelligenz richtig dick mitmischt. Der dritte Punkt klingt im Vergleich jetzt relativ unspektakulär, nämlich Future Food, also die Ernährung der Zukunft, wird aber wahrscheinlich eine große Rolle spielen, gerade wenn die Weltbevölkerung weiter wächst. Das Essen muss ja auch überall woher kommen und es muss natürlich möglichst gesund sein, möglichst klimaneutral. Und für diese Nachhaltigkeit hat die Bank of America zwei Favoriten, nämlich Dow, DuPont und WW Technologies. Und der vierte Punkt ist jetzt sehr spannend, der heißt nämlich Amortality. Nicht zu verwechseln mit Immortality, also es geht nicht um die Unsterblichkeit, aber es geht eben darum, das Leben immer mehr zu verbessern, dass die Menschen länger leben können und natürlich möglichst lange gesund und ohne Krankheiten. Und das ist jetzt wirklich ein richtiges Brett. Die Experten taxieren diesen Markt bis 2025 auf 504 Milliarden US-Dollar. Also das ist schon sehr sportlich. Sie haben da nochmal zwei Aktienfavoriten rausgekehrt. Intuitive Surgical, das ist eine Aktie, die ich auch schon lange auf dem Schirm habe. Sehr spannend. Da geht es eben um minimalinvasive Eingriffe, glaube ich, soweit mein Medizinwissen dafür reicht. Also da geht es eben um Roboter, auf gut Deutsch gesagt, die operieren. Da geht es um künstliche Intelligenz, die Operationen durchführt. Ist eine sehr spannende Aktie, die schaue ich mir vielleicht auch in den nächsten Tagen nochmal genauer an. Und die Experten nennen hier noch Zimmer, schätze ich mal, spricht man es aus, also auf Deutsch Zimmer. Und die sind auch bekannt geworden, haben vor kurzem mit Apple zusammengearbeitet, haben klinische Studien gestartet für Knie- und Hüftpatienten. Also zwei spannende Aktien, die ich mir unbedingt mal genauer anschauen würde. Und dann kommen wir schon zum fünften und letzten Punkt. Das erinnert ein bisschen an Google und zwar die Moonshot-Medizin. Da geht es wirklich um die ganz großen Schüsse. Also da geht es darum, Parkinson und Alzheimer zu heilen. Also das ist schon sehr ambitioniert. Aber wer da natürlich Durchbrüche erzielen sollte, der wird sich natürlich dumm und dämlich verdienen. Und da nennen die Experten drei Aktienfavoriten: Sangamo, Vertex Pharma und Neurocrine. Auch sehr spannend. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so tief drin. Muss ich mir auch noch genauer anschauen. Schreibt da mal in die Kommentare, ob da Aktien dabei sind, die ihr schon im Depot habt oder wo ihr sagt, Mensch, habe ich noch nie gehört, muss ich mir unbedingt anschauen. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Und das war es auch schon wieder mit Mission 5 für diese Woche. Es heißt mal wieder Mission Accomplished. Ich bedanke mich für euer Vertrauen, fürs Zuschauen diese Woche und entlasse euch jetzt glücklich ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen, Leute. Danke fürs Zuschauen. Liken, teilen, abonnieren, ihr kennt das Spielchen und ich bin jetzt raus. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Lasst es euch gut gehen. Ciao.